Sie sehen gleich die Videoaufnahme einer Helle Panke-Rote Luxemburg-Stiftung Berlin-Veranstaltung vom 9. Dezember 2020. Es war der 75. Jahrestag des Beginns des NS-Ärzte-Prozesses in Nürnberg. Um uns als Bildungsverein diesem Datum zu widmen, luden wir zwei Referierende ein. Der Schriftsteller Holger Siemann stellte uns das Leben und seine Recherchen zur Familie Selig vor. Diese lebten im Nachbarhaus unseres Veranstaltungsraums in der Kopenhagener Straße im Prenzlauer Berg. Gustav Selig wurde Opfer eines der Täter, über den im NS-Ärzte-Prozess gerichtet wurde. Professor Dr. Sabine Schleiermacher vom Institut für Medizingeschichte der Charité Berlin referierte an diesem Abend zum NS-Ärzte-Prozess, dem Umgang der Berufsgruppe der Medizin mit diesem Prozess und wie es mit den damals Angeklagten nach 1945 weiterging. Wir begannen mit Holger Siemann. Ja, schönen guten Abend. Ich bin also kein Fachmann, sondern ein Laie. Ich bin ein Bewohner hier in diesem Haus. Und da fängt auch meine Geschichte an. Als ich hier 1995 eingezogen bin, waren dann bald Bauarbeiten im Gang. Und ich war sozusagen Zeuge, unfreiwillig, es war ein bisschen unangenehm, wie jeden Tag dieses Haus auseinandergenommen wurde und Wände rausgerissen wurden, Tapeten abgerissen. Dann tauchten alte Zeitungen auf, es roch nach altem Haus, wie ich das nie wieder erlebt habe. Und ich fand es peu à peu spannender, mal rauszukriegen, wer in diesem Haus gelebt hat. Und als dann die Fenster auch noch rausgerissen wurden, bin ich einfach in die Bibliothek und habe mir die Adressbücher vorgenommen. Die gibt es also in Berlin seit vielen Jahrzehnten. Die beinhalten einmal Grundstücke mit ihren Bewohnern, dann umgekehrt auch eine Namensliste, wo man so gucken kann, wo die wohnten. Und dann guckte ich also Kopenhagener Straße 9 und dann die 10 und die 11. Die beiden Häuser haben mich besonders interessiert, weil es ja nicht mehr existente Häuser sind. Und ich bin Schriftsteller, mich beflügelt sowas ungemein, mir die Vorstellung, ein Haus, was gar nicht mehr da ist, zu bevölkern, in meiner Fantasie wenigstens mit den Menschen, die darin gewohnt haben. Und fand dann unter der Nummer 11 einen Namen, Gustav Selig, der dann 1943 zuletzt eingetragen war in den Adressbüchern und dann eben schon den Zusatz Gustav Israel Selig trug. Dann habe ich geguckt im Findbuch der Holocaust-Opfer Berlin, da war er eingetragen als jemand, der 1943 mit Clara Selig, seiner Frau, nach Auschwitz deportiert worden war. Und in den Adressbüchern bis dorthin konnte man so ein bisschen was von seinem Leben auch nachvollziehen. 1904 war noch eine Kohlenhandlung an der Stelle des Hauses, 1905 steht das Haus. Es ist gebaut worden wie dieses Haus auch und wahrscheinlich die ganze Reihe hier. 1907 hat er im Parterre einen Weißwarenladen errichtet, also so Knöpfe, Klamotten, Unterwäsche und sowas. Und dann 1923 taucht er auf einmal als Eigentümer auf. Die kriegen dann so ein fettes E und der hat auch natürlich eine Telefonnummer. Also muss irgendwie ganz gut gewirtschaftet haben. In der Grundstücksabteilung kann man auch sehen, dass er im Friedrichshain zwei weitere Weißwarenabteilungen aufgemacht hat. So, mehr wusste ich nicht. Hätte mich natürlich total interessiert. Auch versucht, irgendwie mal eine Idee zu entwickeln, wie man an ein Foto kommt, damit der ein Gesicht kriegt. Aber ich bin Laie, ich wusste jetzt auch nicht genau, wie ich da suchen soll. Und habe immer mal wieder recherchiert, aber eigentlich hatte ich es auch fast aufgegeben, dann noch mehr über ihn zu erfahren. Und dann habe ich 2004 nochmal gegoogelt und Bing machte es und ein Buch tauchte auf. Das hieß, die Namen, Entschuldigung, seit zehn Jahren habe ich mich eigentlich nicht mehr damit beschäftigt und gestern habe ich mich da mal wieder reingelesen und es treibt mir immer wieder die Tränen in die Augen. Es ist einfach so eine gruselige Geschichte, die dann auftauchte, weil die Namen der Nummern, so hieß das Buch, zu dem ein Tübinger Medizinhistoriker eine Webseite gestaltet hatte, beschrieb die Schicksale von 86 Juden, die 1943 in Natzweiler vergast worden sind, zu dem einzigen Zweck, ihre Körper für Schädelsammlungen und Skelettsammlungen zu benutzen. Und vielleicht, so war meine Vermutung damals, weiß auch nicht, ob ich das irgendwo gelesen habe, sie dann für den Zeitraum, wo es keine Juden mehr gibt, auszustellen als Zeugnisse dieser
ausrottungswürdigen Rasse. Oder vielleicht können Sie dann zu den Motiven auch noch mehr sagen. Das war dann der Punkt, wo ich gedacht habe, wir müssen mal irgendwas machen. Der Hans-Joachim Langen hatte zu dieser Webseite alles gesammelt, was an Material zugänglich war. Und dann hat sich innerhalb kürzester Zeit die Webseite gefüllt, weil so viele Verwandte, Nachfahren ihrerseits Bilder beigetragen haben und Geschichten. Ganz unterschiedlich, also Gustav und Clara Selig hatten eine Tochter, die aber schon in den 60er Jahren gestorben ist, die also jetzt dann nicht beitragen konnte. Aber Hans-Joachim Langen hat die Wiedergutmachungsakte aus West-Berlin gefunden, in der Noah, die Tochter, die einen Mann namens Noah geheiratet hatte und Hertha hieß, ein bisschen was erzählt hat, so einfach um zu begründen, dass ihre Eltern durchaus vermögend gewesen seien, und aufgezählt hat, was die so an Vermögen hatten, die drei Läden, das Haus, die Eheringe. Und ich kann das Verfahren dieser Wiedergutmachung abkürzen. Das Haus war nicht mehr da. Die Läden hatte Gustav Selig 1938 freiwillig verkauft. Gab es auch keine Wiedergutmachung für, das war weg. Das Einzige, was restituiert wurde, waren die Eheringe. Also gut, aber da muss man sich jetzt auch nicht drüber aufregen. Das war halt die Zeit, das war jetzt nicht ganz unüblich. Ich fasse mal kurz zusammen, was Hans-Joachim Lang noch gefunden hat über Gustav Selig. Der ist also 1878 in Bad Zechow im Kreis Stolp in Pommern geboren, als zweitältestes von 8 Kindern. Hat dann in Berlin seine Schulzeit verbracht und eine Kaufmannslehre gemacht, weil die Eltern nach Berlin gezogen sind. Und 1904, im Alter von immerhin 26 Jahren, sein erstes Geschäft aufgemacht. 2 Jahre später geheiratet. Und dann ist er am 4. August 1914 in den Krieg gezogen. Er war zu dem Zeitpunkt 36 Jahre alt. Die Wahrscheinlichkeit, dass er freiwillig gezogen ist, er hatte ja keinerlei militärische Vorausbildung, wo er zu den Fahnen gerufen worden wäre. In diesen ersten Tagen der Begeisterung ist die Wahrscheinlichkeit, dass er freiwillig in diesen Krieg gezogen ist, nicht gering. Und er ist tatsächlich bis 1918 im Krieg geblieben, also echt lange Zeit. In dieser Zeit ist seine Tochter geboren und seine Frau Clara hat einen von den drei Läden schließen müssen. Da gab es auch nicht mehr genug Ware und auch nicht genug Personal. 1933 hat er vielleicht noch gedacht, dass er den ersten Maßnahmen der Nazis gegen Juden entkommen kann, weil anfangs die Kriegshelden des Ersten Weltkriegs ausgenommen waren von vielen solcher Aktionen. Aber im August 1935 wird er dann verhaftet, ohne weitere Angaben, und ist ein paar Wochen in Haft. Und in der Zeit leeren die Nachbarn, man muss es leider so sagen, seinen Laden. Da, die wussten, der ist nicht da, und da sind Sachen drin, die man immer gebrauchen kann. Also haben sie die Scheibe eingeschlagen und die Läden ausgeräumt. 1938 hat er dann die Läden, also die zwei Läden, die es noch gab, verkauft zu einem Schleuderpreis. Und nachdem er am 14. November 1838 60 Jahre alt geworden ist und die Tochter schon mit ihrem Mann nach Bolivien ausgewandert ist, will er jetzt auch weg und kauft Anfang 39 Passagen für 493 Reichsmark bei einer Hamburger Reederei, auch nach Bolivien. Das kommt dann aber nicht mehr zur Ausreise, weil der Krieg ausbricht und dann halt keine Schiffe mehr fahren. Dann muss er Ende 1941 zur Zwangsarbeit für 35 Reichsmark Wochenlohn. Das war auch für damalige Verhältnisse extrem wenig, bei Siemens Schuckert. Und in dieser Zeit werden dann die meisten seiner jüdischen Bekannten schon deportiert. Eine bekannte Familie ist in einem Buch von Götz Ali zu einiger Berühmtheit gelangt. Der hat ein Buch geschrieben, das hieß in der ersten Auflage Im Tunnel, und schildert die Geschichte der Familie Salomo, die hier gegenüber in der Rienower Straße einen Zigarrenladen hatten. Und man wird sich gekannt haben von, also die waren immerhin 2 Jahre Nachbarn, in Sichtweite so direkt gegenüber, und beide Geschäftsinhaber, beide die gleiche Größe, die werden schon die gleichen Probleme gehabt haben,
vielleicht ganz unabhängig davon, dass es beide Juden waren. Er selber ist davon halt lange Zeit ausgenommen, aber im März 1943 wird er dann im Rahmen der Fabrikaktion doch am Arbeitsplatz verhaftet. Und Clara, seine Frau, kriegt das mit und stellt sich dann freiwillig, also geht hin und sagt, dann werden sie beide schon am 4. März 1943 mit dem 34. Transportzug von Berlin nach Auschwitz deportiert und kommen dann am 6. März, zwei Tage später, dort an mit insgesamt 1.405 jüdischen Männern, Frauen und Kindern. Davon werden 406 Männer und 190 Frauen ins Lager gebracht zum Arbeiten. Die übrigen 809 werden sofort in die Gaskammer geschickt, darunter auch Clara Selig. Gustav Selig erhält die Häftlingsnummer 106786 eintätowiert und wird zur Zwangsarbeit nach Buna gebracht, bricht sich dort aber ein Bein und wird deswegen wieder zurückgebracht nach Auschwitz ins Krankenlager. Zwischen dem 6. und dem 11. Juni treffen dann drei Männer in Auschwitz ein, Rassekundler vom SS-Ahnenerbe, nämlich Bruno Beger, Wilhelm Gabel und Hans Fleischhacker. Die suchen typische Beispiele für jüdische Physiognomien und wählen unter anderem Gustav Selig aus. Der Beger sagt in den 50er Jahren bei einer Vernehmung dem Staatsanwalt, mir ist in Erinnerung, dass ich, als ich erstmals in meinem Leben im KL Auschwitz einer größeren Gruppe von Juden gegenüberstand, von der anthropologischen Vielgestaltigkeit überrascht war. Sie formen Schädel ab, vermessen Glieder und werden später behaupten, nicht gewusst zu haben, dass die Ausgewählten dem Tode geweiht sind. Nach einer mehrwöchigen Quarantäne gehen dann diese knapp 100 Häftlinge auf Transport ins KZ Natzweiler-Struthof, wo bereits die Gaskammern vorbereitet sind. Und dort wird er am 17. oder 19. August, das ist in zwei Tranchen passiert, weiß man nicht genau, zu welcher er gehörte, wird er dort ermordet. Die Leichen werden dann in die Reichsuniversität Straßburg gebracht und dort in der Anatomie gelagert. Also nicht weiter verarbeitet, weil einfach der Vormarsch der Amerikaner dort so schnell geht, dass die Verantwortlichen die Anweisung kriegen, alles zu verbrennen, zu vernichten, was sie nicht tun, weil ihnen offensichtlich ihre Beute so wichtig ist und sie glauben, es sei irgendwie für den Fortschritt der Medizin unglaublich wichtig. Jedenfalls finden die Alliierten am 23. November 1944 die Leichen zum größten Teil zerlegt, also Arme zusammen in einem Becken, Beine so, und 13 Körper sind nur nicht zerlegt. Drei Wochen danach beginnt dann die französische Militärjustiz mit ihren Nachforschungen. Der Sturm der Entrüstung ist international so groß, dass sogar das Außenministerium in Berlin bei Hirt, dem Verantwortlichen im SS-Ahnenerbe, nachfragt, was da los sei. Und der sagt, weiß ich nicht, keine Ahnung, was sie da gemacht haben. Ich will mir keiner Schuld bewusst. Und dann geht der Rest auch in den Kriegswirren unter. Zur Obduktion der Leichen und Leichenteile, die in diesem Anatomiekeller gefunden worden waren, kommt es dann im Juli 1945 bei der Vorbereitung des ersten Ärzteprozesses. Und dabei, so sagt Hans-Joachim Lang heute auf der Webseite, ich nehme an, das ist der neueste Forschungsstand, sind französische Militärärzte, die diese Nummern registrieren für die Prozessakten. Es gibt eine andere Geschichte, die ist noch in dem Film, von dem ich gleich noch, auf den ich Sie gleich noch hinweisen will. Da ist es ein französischer Zwangsarbeiter in der Anatomie oder ein französischer Helfer, der heimlich einen Zettel macht mit diesen Nummern, wie dem auch sei. Das ist vielleicht gar nicht so dolle wichtig. Und da muss ich Ihnen so ein bisschen widersprechen, es ist nicht der Prozess 46, der sozusagen diese Opfer dem Vergessen entrissen hat, sondern im Gegenteil, es ist eigentlich so, dass bis in die 90er Jahre dieser Zettel mit den Nummern sozusagen Die Opfer waren summarisch im Nummern, ne? Und das blieben sie auch. Der wanderte von einem Prozess zum anderen, bis dann, weil sich auch die Großwetterlage so ein bisschen änderte, der Hans-Joachim Lang Anfang der 90er angefangen hat nachzufragen, was kann man denn über die Nummern rausfinden. Und jetzt war eine Forschungsvereinbarung schon geschlossen mit der polnischen Regierung. Und viele Akten in Auschwitz wurden das erste Mal systematisch durchgeführt.
abgesiebt. Ne? Und da war dann eben auch leichter möglich zu sagen, welche Namen zu diesen Nummern gehören. Und da setzt dann eben die Forschungsarbeit von Hans-Joachim Lang an. Jetzt ergänze ich nur noch, was mir so bekannt ist über das Haus von Gustav Selig. War dann in Zwangsverwaltung von 43 bis 45. Wir wissen sogar den Namen des Verwalters, Herr Seidenberger war das. Dann ist es in den letzten Kriegstagen, weil ja hier im Ringbahngraben eine der letzten Hauptkampflinien war und nach den historischen Akten hat sich eine SS-Einheit ausgerechnet in dem Stück von der Schönhauser bis hierher da verschanzt. Wahrscheinlich hatte das auch mit dem Bunker im Humboldthain zu tun, um das Vorfeld zu sichern. Da wurde es von Granaten so oft getroffen, dass es ausgebrannt ist und dann abgerissen wurde. Die Keller liegen noch drunter unter dem Spielplatz, wie das eben so ist in Berlin. Dann wurde es 1960, das Grundstück wurde dann 1960 zu Volkseigentum erklärt und der Antrag von Hertha Noah auf Entschädigung abgelehnt. Dann haben wir, nachdem wir das erfahren haben, halt auch die Geschichte in der Nachbarschaft rum erzählt. Es gab schnell die Idee, Stolpersteine zu verlegen. Und Uschi Glas, also im Zuge dieser Sonder-AFA Ost, hatten halt auch so ein paar Promis, Cem Özdemir und Uschi Glas, bei uns im Haus Wohnungen gekauft, um das zu 100% steuerlich abzuschreiben. Und Uschi Glas hat gesagt, das bezahle ich. Und dann haben wir überlegt, wollen wir das? Nee, eigentlich nicht. Wir haben dann sozusagen die Tranchen der Spenden auf 5 Euro begrenzt und dann in den Nachbarhäusern noch mit rumgefragt und so kam es, dass eben ganz viele, auf der Webseite steht es auch drauf, ganz viele beteiligt sind an diesen Spenden. Nicht, weil sie alle nur 5 Euro geben wollten, sondern so, der dann in Natzweiler errichtet worden ist. Am Anfang des Films auch total beeindruckend, wie einer der Wissenschaftler die Namen alle spricht. Das sind unsere Stolpersteine hier draußen, frisch geputzt. Und hier, das ist 2020. Ich glaube, das war mit der 9. November. Und das war das letzte Jahr. Das war 9. November, jetzt erst vor kurzem. Da fand ich das total rührend. Vor allem, dass jetzt die nächste Generation, dass die Kinder halt da jetzt mit größter Selbstverständlichkeit ja halt einfach so einen Regenbogen dazu malen. Soweit. Entschuldigung, dass ich bin sonst nicht so emotional. Ergreift es mich. Okay. Ich bedanke mich sehr für diese Einladung und kann verstehen, dass die Erfahrung, wenn man sich mit so einzelnen Biografien befasst, die Opfer des Nationalsozialismus sind und waren, dass das einen berührt. Ich selbst habe auch mich vor ganz, ganz langer Zeit mit der SS-Stiftung Ahnerbe, was der institutionelle Rahmen für diese, man kann hier nicht sagen, sondern Versuche, sondern Tötung von Menschen war und im Rahmen der Wissenschaft eine Funktion hatte, im Archiv des Konzentrationslager Dachau gearbeitet. Und ich kann sagen, dass ich nach 2 Tagen gemerkt habe, wie man dann auch abstumpft, um das ertragen zu können. Aber die ersten Tage waren mir ganz unangenehm, als ich dann die Fotos aussah von den Versuchen, die man im Rahmen des Konzentrationslagers durchgeführt hat, die wehrmedizinischen Versuche. Und da war die SS-Stiftung Ahnerbe ja auch sehr involviert. Auf diese Fragen werde ich hier am Rande auch eingehen und auf das einzelne Schicksal, über das Sie jetzt von diesen Menschen berichtet haben, dazu eher weniger am Rande. Ich versuche, die Frage zu klären oder der Frage nachzugehen, was eigentlich der institutionelle Rahmen war, also den weiteren Horizont aufzumachen. Und dann können wir danach ja darüber diskutieren. Genau. Ich habe mein Referat so ein bisschen nochmal erweitert, also nicht nur 75 Jahre Nürnberger Ärzteprozess, sondern der Prozess und die Klassifizierung von Verbrechen im Namen der Medizin als Pseudowissenschaft in der Nachkriegszeit in der Bundesrepublik. Und wir fangen jetzt gleich mit dem ersten Bild an. Das sind, während des Nationalsozialismus zeichneten Wissenschaftler und Ärzte für die Tötung von Menschen in Heil- und Pflegeanstalten sowie in den Konzentrationslagern verantwortlich.
Im Interesse des wissenschaftlichen und wehrmedizinischen Fortschritts waren unzählige Menschen in Konzentrationslagern und im Zusammenhang mit der Euthanasieaktion für Humanversuche missbraucht und getötet worden. Wie verschiedene Forschungen gezeigt haben, unter anderem über die Deutsche Forschungsgemeinschaft oder die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, die Nachfolgeeinrichtung ist die Max-Planck-Gesellschaft, also wie diese Forschung gezeigt haben, gingen diese Morde nicht auf direkte Anordnung des nationalsozialistischen Regimes zurück, sondern wurden aus wissenschaftlichem Interesse, aus Karriereinteressen sowie aus einer Identifikation mit den politischen Zielsetzungen des Staates von Seiten der Wissenschaftler verübt. Also der Nürnberger Ärzteprozess, der heute vor 75 Jahren gestartet ist und bis zum 20. August 1947 stattfand, brachte die von den Medizinern in Konzentrationslagern durchgeführten Experimente sowie die von ihnen zur verantworteten Tötung im Rahmen der Euthanasieaktion vor Gericht. Die von Alexander Mitscherlich und Fritz Meeke herausgegebene Dokumentation Wissenschaft ohne Menschlichkeit 1947 als das Diktat der Menschenverachtung, der Nürnberger Ärzteprozess und seine Quellen publiziert, verdeutlicht die Akzeptanz dieser wissenschaftlichen Praxis in der damaligen Science Community. Zahlreiche Mitglieder von Universitäten und Forschungseinrichtungen befürchteten vor diesem Hintergrund den Verlust ihrer medizinischen und wissenschaftlichen Autorität wie nationalen und internationalen Reputation nach 1945. In eigener Rückschau und Auseinandersetzung mit dem Nürnberger Ärzteprozess leugneten sie wie verheimlichten nicht nur ihre Selbstmobilisierung und Kollaboration, sondern nahmen auch eine semantische Umdeutung der wissenschaftlichen Praxis in den Konzentrationslagern in sogenannte Pseudowissenschaft vor und behaupteten die Dichotomie von Wissenschaft auf der einen Seite, Staat und Politik auf der anderen Seite. Im Vortrag will ich anlässlich des Beginns des Nürnberger Ärzteprozesses vor 75 Jahren auf den Prozess selbst, seine Angeklagten und deren Verbrechen eingehen. Es soll aber auch nach den Reaktionen auf den Prozess in Wissenschaft und Öffentlichkeit, nach dem damit einhergehenden Verständnis von Wissenschaft und Politik sowie nach Stereotypen und Konstruktionen gefragt werden, die bis heute für eine Interpretation von Medizin im Nationalsozialismus konstitutiv sind. Also der erste Punkt, was war der Nürnberger Ärzteprozess? Am 9. Dezember 1946 nahm der amerikanische Militärgerichtshof Nummer 1 im ersten Nachfolgeprozess des Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess seine Arbeiten auf. Noch an demselben Tag reichte der amerikanische Hauptankläger für Kriegsverbrechen Telford Taylor die Anklage der Vereinigten Staaten von Nordamerika gegen Karl Brandt und andere, und was Sie sehen, ist hier Karl Brandt, der schwört, beim Generalsekretär des amerikanischen Gerichtshofs an. In dem bis zum 20. August 1947 andauernden Nürnberger Ärzteprozess waren 23 hochrangige NS-Funktionäre neben ihrer Mitgliedschaft in einer verbrecherischen Organisation beschuldigt, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen zu haben, wie sie im Kontrollratsgesetz Nummer 10 Artikel 2 formuliert waren. 20 von ihnen waren Ärzte, 3 waren NS-Funktionäre, die durch ihre administrativen Aufgaben für die Versuche an Menschen verantwortlich zeichneten. Und es waren diese Funktionäre, ich habe die mal aufgelistet, das ist einmal Viktor Brack, der war NSDAP-Oberdienstleiter in der Kanzlei des Führers und war für die Organisation der Euthanasieaktion T4 sowie für Röntgenkastration, die dann in Konzentrationslagern ausgeübt wurden und Versuche dafür gestartet sind, verantwortlich. Das zweite war Rudolf Brandt. Er war persönlicher Referent von Himmler und war für die Koordination und Organisation von Humanexperimenten verantwortlich. Und das dritte war Wolfram Sievers. Wolfram Sievers war der Geschäftsführer der SS-Stiftung Ahnerbe sowie in diesem Ahnerbe eingebundene des Instituts für wehrwissenschaftliche Zweckforschung, wo der Hirt dann auch tätig war, das den organisatorischen Rückhalt für Humanexperimente
in Konzentrationslagern bereitstellte, insbesondere in Dachau. Die angeklagten 20 Ärzte hatten leitende Funktion im Sanitätswesen der Wehrmacht, der Luftwaffe, der Waffen-SS oder im militärischen wie zivilen Gesundheitswesen bekleidet. 7 von ihnen waren Mitglieder der SS. Ihre Forschungsarbeiten hatten sie nicht im Alleingang vollbracht, vielmehr waren sie in institutionelle und personelle Netzwerke eingebunden, zu denen außeruniversitäre Forschungseinrichtungen wie zum Beispiel die der Luftwaffe, der Waffen-SS oder die der Kaiser-Wilhelm-Institute sowie die medizinischen Fakultäten, Universitäten und deren Vertreter gehörten. Unter den Anklagten waren somit auch Mitglieder deutscher Universitäten und international anerkannte Wissenschaftler, wie zum Beispiel Gerhard Rose, Leiter der Abteilung Tropenmedizin am Robert-Koch-Institut, oder der Chirurg Paul Rostock, der der Dekan der medizinischen Fakultät der Universität Berlin war. Sie standen stellvertretend für eine Medizin vor Gericht, die sich an den Bedürfnissen von vermeintlichen Volksinteressen, militärischen Erwägungen, Forscherdrang sowie Karriereinteressen orientierten und in deren Folge ethisch begründete Beschränkungen ignorierten. Diese Beschränkungen waren schon mal in der Weimarer Republik formuliert, aber die war zumindest für diesen Personenkreis oder überhaupt im Nationalsozialismus als nicht mehr bindend erachtet worden. Den im Ärzteprozess Angeklagten wurde zur Last gelegt, als Haupttäter, als Mittäter, als Anstifter oder als Vorschubleistende von 1939 bis 1945 an medizinischen Experimenten, die ohne Einverständnis sowie Rücksicht auf Gesundheit und Leben an KZ-Häftlingen durchgeführt worden waren, sowie an Verbrechen, die wie der Mord an psychisch kranken und behinderten Menschen Teil der nationalsozialistischen Genozidpolitik waren und an Sterilisierungsversuchen beteiligt gewesen zu sein. Und zu den Angeklagten gehörten, und ich habe die mal aufgelistet, dass Sie eine Ahnung haben von diesen 20, ich mache das jetzt mal ziemlich kurz. Zu den Angeklagten gehörte Karl Brandt, Honorarprofessor für Chirurgie an der Universität Berlin, Reichskommissar für Sanitäts- und Gesundheitswesen, Begleitarzt Hitlers und Euthanasiebevollmächtigter. Und Karl Brandt zeigt aus, und deswegen ist es auch der Prozess gegen Karl Brandt, dass er verantwortlich war für die Planung im Gesundheitswesen und im Sanitätswesen in den letzten Jahren des Krieges. Das zweite war Siegfried Handloser, ich mache es jetzt mal ein bisschen schnell, sonst haben wir, geht die Zeit so dahin, war Chef des Wehrmachtssanitätswesens und Heeressanitätsinspektor. Paul Rostock, ich habe ihn gerade schon erwähnt, war Professor für Chirurgie, Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität Berlin, Beauftragter für medizinische Wissenschaft und Forschung und damit Stellvertreter von Karl Brandt, also ganz oben in der politischen Hierarchie und Wissenschaftspolitik. Kurt Blome war der Stellvertreter des Reichsgesundheitsführers Leonardo Conti und war auch der stellvertretende Leiter der Reichsärztekammer. Karl Genzken war Chef des Sanitätswesens der Waffen-SS. Oskar Schröder, Siegfried Ruf, Hans-Werner, Wolfgang Romberg, Hermann Becker-Freising, sie waren alle eingebunden in luftfahrtmedizinische Einrichtungen und in die luftfahrtmedizinische Forschung. Dazu gehört auch noch Georg August Welz, Konrad Schäfer, der eben in dem Zusammenhang chemotherapeutische Versuche machte. Waldemar Hofen hingegen gehörte, war Lagerarzt im Konzentrationslager Buchenwald und war stellvertretender Leiter der Abteilung für Fleckfieber- und Virusforschung des Hygieneinstituts der Waffen-SS, ein weiterer Schwerpunkt der Forschung, die im kriegsrelevant während des Nationalsozialismus war. Dazu gehört noch hier genannt Stabsarzt Wolf der Luftwaffe, Wilhelm Beigeböck, der zu der luftfahrtmedizinischen Forschung hinzuzurechnen ist. Genannt habe ich schon Gerhard Rose mit seinen Fleckfieberforschungen, der sehr verantwortlich zeichnete für
solchen hygienische Versuche und der ebenfalls Lehrbeauftragte der Charité war, Adolf Pokorny, Sanitätsoffizier, Dermatologe und in Sterilisationsversuche involviert. Hertha Oberhäuser, Fritz Fischer und Karl Gebhardt haben wissenschaftlich gearbeitet unter der Leitung von Karl Gebhardt in Hohenlüchen und im Konzentrationslager Ravensbrück. Und wichtig ist noch Joachim Rogowski, der war Leiter des Hygieneinstituts der Waffen-SS und oberster Hygieniker und hat in der Funktion Humanexperimente gemacht im Rahmen von Seuchenforschung. Und zum Schluss noch Helmut Poppendieck, der Arzt der SS und des Rasse- und Siedlungshauptamtes war. Also Sie haben hier so einen Überblick an Medizinern und Wissenschaftlern, das sind die 20, die dort angeklagt waren. In der Hoffnung, dass weitere potenzielle Kriegsverbrecher durch die Entnazifizierungsverfahren aufgedeckt werden würden, hatten die Alliierten nur hochgradig verdächtige Täter in Nürnberg vor Gericht gebracht. Sie haben gesehen, die hatten alle Leitungsfunktionen. Es fehlten jene, deren Verbrechen erst zu einem späteren Zeitpunkt entdeckt worden waren, beziehungsweise die sich einer Verantwortung entzogen hatten. Zu den Nicht-Angeklagten gehörten zum Beispiel Josef Mengele, der nach Südamerika geflüchtet war, der Reichsgesundheitsführer Leonardo Conti, der wie der Psychiater Maximilian de Krinis oder der Reichsarzt der SS und Präsident des Deutschen Roten Kreuzes Ernst Robert Grawitz oder der Professor für Anatomie August Hirt, die allesamt den Freitod vor dem Nürnberger Ärzteprozess gewählt hatten. Andere, wie die Rassenhygieniker Ottmar Freiherr von Verschuer, Ernst Rudin oder Fritz Lenz, gelang es, die Entnazifizierungsverfahren unbeschadet zu überstehen bzw. die wissenschaftlichen Karrieren in der Bundesrepublik fortzusetzen. In Nürnberg wurden Unterdruck- und Unterkühlungsversuche, Malaria, Lost, das Senfgas, Sulfonamid, Fleckfieberexperimente, Versuche zu Knochen-, Muskel- und Nervengeneration, zu Knochentransplantation, Experimente mit Meerwasser sowie die Beteiligung an der Euthanasie verhandelt. Und ich habe hier eine Liste, die Sie sich jetzt ansehen können, wo Sie die Versuche sehen. Bei den Experimenten starben Hunderte von Menschen, viele trugen lebenslange Schädigungen davon. Zu dem öffentlich verhandelten Prozess waren 19 Verteidiger, 3 medizinische Sachverständige der US-Anklagevertretung, insgesamt 108 Zeugen der Angeklagten und Verteidigung sowie insgesamt 1471 schriftliche Beweisstücke herangezogen worden. Nach 139 Verhandlungstagen wurden 4 der angeklagten Ärzte sowie die 3 schon erwähnten NS-Funktionäre zum Tode, 5 zu lebenslanger Haft, 2 zu 20, einer zu 15 und einer zu 10 Jahren Haft verurteilt. Lediglich 7 wurden freigesprochen und aus der Haft entlassen. Die Todesurteile wurden am 2. Juni 1948, nachdem alle Möglichkeiten ihrer Revision gescheitert waren, vollstreckt. Und zu den Todesurteilen, da gehören 3 Mitglieder der Berliner Universität bzw. der Charité. Wie sah nun die Berichterstattung über den Ärzteprozess in der Öffentlichkeit aus? In der täglichen Berichterstattung spiegelte sich das von den amerikanischen Anklagebehörden beschriebene Bild der Medizin wider. Hier waren insbesondere der Verlust der Reputation, die die deutsche medizinische Wissenschaft bis dahin genoss, aber die Verletzung ethischer Wertsetzung, wie sie im Eid des Hippokrates verankert waren, hervorgehoben. In der Öffentlichkeit wurde der Teil des Eingangsplädoyers Taylor zitiert, in dem auf diese Punkte Bezug genommen wurden. So wurde in der Nachrichtenagentur oder die Nachrichtenagentur Dana berichtet, Zitat, das schleichende Gift der Nazi-Irrenlehre drang in die deutsche Medizin ein, zerstörte Charakter und Moral und schläferte das Gewissen ein, erklärte der amerikanische Hauptankläger General Taylor. Die Schuld für die Verbrechen und die Unterdrückungsmethoden des Dritten Reiches liegt bei vielen. Aber es ist die Schuld seiner Führer, die am schwersten und am strafwürdigsten ist,
da sollte die deutsche Medizin schauen, wir ihre Tradition bewahren und sie von dem verheerenden Einfluss der narzisstischen Pseudowissenschaft beschützen. Hier liegt die ungeheure Verantwortung der führenden deutschen Mediziner wie Rostock, Rose, Schröder oder Handloser. Das ist der Grund, weshalb ihre Schuld größer ist als die irgendeines anderen Angeklagten. Denn sie sind die Männer, die ihr Land und ihren Beruf im Stich ließen, die weder Mut noch Klugheit oder Spuren von moralischem Charakter zeigten. Noch drastischer war es in einer weiteren Meldung formuliert worden. Verschwunden ist der Ruhm, der den Ruf der Tüchtigkeit über Deutschlands Grenzen hinaus in die internationale wissenschaftliche Welt getragen hatte. Ausgelöscht durch ihr Handeln, ihre Taten, die sie mit dem Abschaum der deutschen Ärztewissenschaft gemein machten. Nun erscheinen sie mit ihren Mitangeklagten als das, was sie wirklich sind. Menschen, die das unsichtbare Kainszeichen auf den Stirnen tragen. Menschen, die sich durch die Schuld grausamer Morde aus der menschlichen Gemeinschaft ausgeschlossen haben. Zitat Ende. In dem von Taylor und die Medien dieses formulierten, zeichneten sie ein Bild vom Nationalsozialismus, hier der Medizin, in dem der Nationalsozialismus nicht aus der Gesellschaft selbst hervorgegangen war, sondern von außen in sie hineingetragen wurde. Die Bezeichnung Irrlehre unterstreicht die Bewegungsrichtung dieses Prozesses. Dieses korrespondiert mit der Benutzung des Begriffs Pseudowissenschaft. Unter Pseudowissenschaft wurde demnach diejenige Wissenschaft verstanden, die von Leuten betrieben wurde, von denen man sich nicht vorstellen konnte, dass sie in das tradierte Wissenschaftssystem integriert waren und daher annahm, dass sie daraus resultierend anderen Gesetzmäßigkeiten gehorchten, hier den Nationalsozialismus. Waren die Mediziner, die in den Konzentrationslagern die Versuche durchgeführt hatten, wissenschaftliche Dilettanten? Und folgten alle anderen Wissenschaftler, also die nicht diese Versuche machten, allein den ethischen, medizinischen Prinzipien wissenschaftlicher Erkenntnis und waren damit unpolitisch und fern vom Nationalsozialismus? Diese Frage drängt sich auf, wenn man das Material weiter sichtet. Vor dem Hintergrund des Hauptkriegsverbrecherprozesses in Nürnberg und noch vor Beginn des Verfahrens gegen die Mediziner verfasste 1945 der Physiologe und Prorektor und spätere Rektor der Universität Göttingen, Friedrich Hermann Rhein, für die erste Ausgabe der Göttinger Universitätszeitung einen Artikel mit dem Titel Entnazifizierung und Wissenschaft, eine Stellungnahme auf Befragung. Rhein schien als Autor für einen derartigen Artikel nicht nur wegen seines Prorektorats geeignet, sondern sah auch, weil er seit 1932 Ordinarius für Physiologie in Göttingen nicht der NSDAP beigetreten war, als besonderer Zeitzeuge aus. So bewirkte er präsentabel, obschon er mit seiner Unterschrift unter das Bekenntnis der Professoren an den deutschen Universitäten und Hochschulen zu Adolf Hitler und dem nationalsozialistischen Staat vom 11. November 1933 sowie mit seiner fördernden Mitgliedschaft der SS seit 1934 offensichtlich für den Nationalsozialismus eingetreten war. Gleichzeitig hatte er sich aber auch im Zusammenhang mit der Vertreibung jüdischer Kollegen aus dem Hochschuldienst mehrfach und auch mit zeitweisem Erfolg für den Erhalt ihrer Arbeitsmöglichkeiten eingesetzt. Von den britischen Besatzungsbehörden wurde Rhein als Ansprechpartner in hochschulpolitischen Fragen und neben anderen als Schlüsselfigur beim Aufbau der deutschen Wissenschaft nach 1945 angesehen. Zusätzlich war Rhein aber auch in fachlicher Hinsicht kompetent, nicht weniger aber auch betroffen. Er betätigte sich auf mehreren Gebieten der Luftfahrtmedizin, speziell der Kreislaufphysiologie, war während des Krieges zum beratenden Physiologen beim Chef des Sanitätswesens der Luftwaffe ernannt worden und galt zusammen mit anderen als führender Koordinator der gesamten diesbezüglichen Forschung während des Nationalsozialismus.
an seinem Institut der Universität Göttingen, zu dem er 1943 eine Außenstelle des Luftfahrtmedizinischen Forschungsinstituts für Luftfahrtphysiologie eingerichtet hatte, wurde zu jener Zeit auf exakt jenen Gebieten die größte Forschungstätigkeit entfaltet, für die Kollegen dann in Nürnberg angeklagt wurden. Temperaturregulation, besonders bei Unterkühlung, und Atmung unter Sauerstoffmangel, insbesondere in großen Höhen. Fragestellung, die 1942-43 auch von dem Staatsarzt der Reserve Siegmund Rascher im Institut für wehrwissenschaftliche Zweckforschung der SS-Stiftung Ahnenerbe im Konzentrationslager Dachau mit den Unterdruckkammer- und Unterkühlungsversuchen, in deren Folge 150 bis 170 Häftlinge starben, bearbeitet wurden. Und diese Experimente konnten rein nicht unbekannt gewesen sein. Nicht nur, weil er 1942 an einer Fachtagung teilgenommen hatte, auf der über die Experimente im Konzentrationslager Dachau berichtet worden war, sondern auch, weil er, wie er 1947 schrieb, den seinen Fachgebiet betreffenden Teil wissenschaftlich zu begutachten hatte. So war er im Rahmen der Ermittlung der US-amerikanischen Neuropsychiaters Leo Alexander im Juni 1945 zu diesen Humanexperimenten befragt worden. Nach der Befreiung 1945 war die wissenschaftliche Expertise Rheins für die britischen und amerikanischen Besatzungsbehörden von Interesse. Auf der Suche nach Informationen über die deutsche Wissenschaft befragten sie Wissenschaftler wie Rhein und setzten Kommissionen deutscher Forscher ein, von denen sie Berichte erstellen ließen, um nach Verwertbarem zu suchen. Erst dabei stießen sie auf die dann angeklagten Experimente an Menschen. So wurde Rhein in ein Scientific Advisory Committee berufen und war Chief Editor des Fiat Review für Physiologie, in dem es um die luftfahrtmedizinische Forschung und ihre Ergebnisse während des Nationalsozialismus ging. Die jenseits bisheriger Vorstellung liegende Experimente von Medizinern an Menschen in Konzentrationslagern waren inzwischen in der allgemeinen Öffentlichkeit bekannt und nicht mehr zu leugnen. Desgleichen wurde schon 1945 der erste Dachauer Prozess, der in den Gebäuden des ehemaligen Konzentrationslagers verhandelt wurde, vorbereitet. Hier wurde auch die Malariaforschung behandelt, die man in Dachau durchgeführt hatte, was nicht ohne Eindruck auf Rhein geblieben sein konnte. Offenbar unter Bezug auf sein Insiderwissen schrieb Rhein seinen Artikel für die Universitätszeitung, in dem er sein Verständnis vom Verhältnis von Wissenschaft und Politik entwarf. Hier konnte er gleichzeitig auch von den politischen Aktivitäten der Wissenschaftler während des Nationalsozialismus ablenken, beziehungsweise einzelne politisch besonders Aktive aus dem Kreis der Wissenschaftler ausschließen. Die an den Universitäten durchgeführten Maßnahmen zur Entnazifizierung des Lehrkörpers hielt er für notwendig, würden hier doch, Zitat, Schädlinge, die die Universitäten parteipolitisch missbraucht, und gesinnungsfeste Dilettanten, die die wirklichen Wissenschaftler ersetzt hätten, entfernt. Das sind alles Zitate aus seinem Artikel. Unter Bezugnahme auf simplifizierende Stereotypen und schlichte Deutungsmuster behauptete Rhein, dass es sich Ausschlüsse, Zitat, Nationalsozialismus von Überzeugung und Wissenschaftler zu sein, Zitat Ende, und postulierte eine Dichotomie von Wissenschaft und Nationalsozialismus. Indirekt nahm er in seinem Beitrag auch zu Siegmund Rascher durchgeführten Unterdruck- und Unterkühlungsversuche Bezug. Ohne direkt auf diese Versuche einzugehen, stellte Rhein einen Zusammenhang von falscher Wissenschaft, worunter er vermutlich die von Rascher initiierten und von der SS geförderten Forschung verstand, und den humanen Experimenten her. So hieß es in seinem Beitrag, Zitat, wenn man nicht davor zurückschreckte, unter dem Denkmal wissenschaftlicher Experimente an Häftlingen in Konzentrationslagern Verbrecher und krankhafte Ehrgeizige sich austoben zu lassen, so war damit eindeutig dokumentiert, dass Wissenschaft und Nationalsozialismus zwei Welten waren, für die eine Vereinigung undenkbar bleiben musste. Die Protokolle dieser Schandtaten sind so weit erhalten, dass aller Welt ersichtlich wird, wer hier am Werke war. Und er fuhr mit der Behauptung fort, der Name keines anerkannten deutschen Wissenschaftlers befindet sich darunter. Zitat Ende. Diese Defensivbehauptung Rheins,
glich die der deutschen Vorstellung Taylors und der Medien, dass nämlich anerkannte Wissenschaft mit dem Nationalsozialismus unvereinbar war. Rhein stellte mit seinen Ausführungen auch für die ständische Interpretationsstrategie für das Verhalten der Ärzteschaft, deren Mitglieder zum überwiegenden Teil in nationalsozialistische Organisationen eingetreten waren, also Ärzte waren von 70, circa im Schnitt 70-80% in der Partei, in der NSDAP, um nur eins zu nennen, also sie waren in der NSDAP eingegeben und so deren medizinischen Imperative wie der Medizin im Nationalsozialismus, die auf Auslese und Ausmerze basierte, diese Medizin unterstützt hatte und ihnen sich zur Verfügung stellte, nachdem sie selbst mit ihren wissenschaftlichen Expertisen diese Ideen von Auslese und Ausmerze formuliert hatten. Aufgrund des Beschlusses der Ärztekammern sowie mit Zustimmung aller medizinischen Fakultäten und noch vor Beginn des Ärzteprozesses wurde der Heidelberger Privatdozent für Neurologie Alexander Mitscherlich um die Übernahme der Leitung einer deutschen Ärztekommission zur Beobachtung des Prozesses gebeten. 5 Monate vor dessen Beendigung, im März 1947, erschien die von Mitscherlich und dem Kommissionsmitglied Fred Mölke herausgebende Dokumentation Das Diktat der Menschenverachtung. Mit einer kleinen Auswahl von Dokumenten aus dem Verfahren, die vornehmlich einer ärztlichen Öffentlichkeit zugänglich wurde. Heute kann man das noch verkaufen als Medizin ohne Menschlichkeit. Die Reaktion waren heftige Proteste von Seiten der medizinischen Wissenschaftler und Ärzte, die sich zum einen gegen die in den öffentlich veröffentlichten Dokumenten zu erkennenden Namen von sich noch im Amt befindenden und bis dahin positiv beleumundeten Professoren richteten. Von einzelnen namhaften Vertretern von medizinischen Fakultäten wurde der Streit vor Gericht getragen und mit großer Schärfe geführt. Also zu nennen sind Herr Büchner, Heutner und Sauerbruch. Mitscherlich und Mielke hatten anhand eines Beispiels ohne Nennung von Namen die Frage nach der Verantwortung derjenigen gestellt, die auf Fachtagungen von den verbrecherischen Experimenten erfahren, dieses jedoch nicht kritisiert hatten. Ihrer Verantwortung versuchten sich die prozessierenden Wissenschaftler durch Verweis auf die obrigkeitsstaatlichen Strukturen, die Vertraulichkeit der Tagungen sowie den Hinweis, Missfallen im vertrauten Kreis geäußert zu haben, zu entziehen. Man muss zu den Tagungen sagen, dass teilweise 200 bis 300 Wissenschaftler anwesend waren, also so vertraut war es dort nicht. Zum anderen rief die Bewertung von Mitscherlich-Mielke, dass schon allein wegen des rechnerischen Missverhältnisses zwischen der geringen Anzahl der Angeklagten und der großen Anzahl der Taten zwar nur Einzelfälle oder ausgesuchte Nationalsozialisten, SS-Mitglieder oder sogenannte Perverse angeklagt seien, sich aber die Medizin in ihrer Gesamtheit zu verantworten hätte, heftige Proteste hervor. Mit ihrer durch die Beobachtung des Prozesses und der dort zur Sprache gekommenen medizinischen Experimente gewonnenen Einschätzung hatten Mitscherlich-Mielke das Gegenteil von dem getan, was die Ärzteschaft von ihnen erwartet hatte. Sollten sie doch genau die Frage nach der Verantwortung der Medizin und nicht nur von Einzelpersonen verhindern. So konterkarierten Mitscherlich und Mielke mit ihrer Publikation die Versuche einer semantischen Umdeutung wissenschaftlicher Tätigkeit während des Nationalsozialismus. Hatte man doch das diskursive Management der eigenen Fachvergangenheit unter gewandelten politischen, gesellschaftlichen Rahmenbedingungen gleich nach 1945 mit viel Energie betrieben. Im Sommer 1947 nutzten Rhein wie auch die anderen Mediziner wiederum die schon erwähnte Göttinger Universitätszeitung, um ihre Interpretation der Medizin im Nationalsozialismus in der Öffentlichkeit durchzusetzen, diesmal auf dem Wege des Versuchs, Mitscherlichs und Mielkes Dokumentensammlung zu diskreditieren. Nach Rheins Ansicht dürften die Medizinverbrechen einer Laienöffentlichkeit nicht bekannt gemacht werden, da ja, Zitat,
einige hervorragende Wissenschaftler, die der Welt durch ihre völlige Untadeligkeit und gerade durch ihre hohe Menschlichkeit bekannt sind, in den furchtbaren Verdacht der Billigung oder gar der Anregung dieser Verbrechen, Zitatende, geraten könnten. So ging es wieder nicht um Aufklärung, sondern der Erhaltung des Rufes des medizinischen Wissenschaftlers und der Ärzte. Wieder konnte Rhein auf sein Insiderwissen zurückgreifen und wieder war der Argumentationsgang, Verantwortung für Verbrechen einzelnen Psychopathen oder Sadisten zuzuschreiben, hier jenen, die angeklagt waren oder nicht mehr angeklagt werden konnten. Dieses Muster verband Rhein mit der Kategorie Wissenschaft. Zu ihr gehöre, Zitat, dass lebensgefährliche Versuche nur im Selbstversuch oder allerhöchstens in freiwilliger Arbeitsgemeinschaft durchgeführt werden dürfen. Zitat Ende. Sollte dieses Kriterium nicht erfüllt sein, könne nicht von Wissenschaft gesprochen werden. Zitat, wer aber einen hilflosen Gefangenen experimentiert haben sollte, ob mit wissenschaftlichen Methoden oder Fragestellung oder nicht, der hat sich selbst außerhalb der Wissenschaft gestellt. Es ist gerade Unwissenschaftlichkeit, die jene Nürnberger Angeklagten zu ihren verhängnisvollen Entscheidungen brachte, soweit sie nicht reine Verbrecher waren. Zitat Ende. So hatte Rhein die angeklagten Forscher zu unwissenschaftlichen Einzeltätern definiert, auf deren Konto dann auch die Verantwortung für die Geschehnisse zu buchen sei. Mit der oben zitierten Definition war es leicht, auf der einen Seite die Verantwortlichkeit für die Geschehnisse auf das Konto persönlicher Unsittlichkeit einzelner Forscher zu schieben und auf der anderen Seite eine Dokumentation der eigenen disziplinären und individuellen Anständigkeit in die Wege zu leiten. Folglich entgegnete Mitscherlich den Vorwürfen Rheins, indem er schrieb, Zitat, den Satz Professor Rheins, dass dem wahren Wissenschaftler Humanität ein selbstverständliches Lebenselement ist, möchte ich gewiss nicht widersprechen. Ich möchte ihm allerdings eine Frage anhängen, ob er nämlich ebenso selbstverständlicherweise die Humanität in seinem Forschungsobjekt, dem Menschen, betrachtet hat. Ich bezweifle dies und möchte nur auf die einfache Tatsache hinweisen, dass im Zuge der Euthanasie zum Beispiel, an welcher nicht nur Perverse beteiligt waren, die Patienten und nicht die Ärzte starben. Bei solcher Einseitigkeit des Glücksgefühls der Humanität ist es denn auch nicht verwunderlich, dass sehr viele Wissenschaftler im Augenblick des Eintritts der Diktatur sich keineswegs darüber klar waren, ob sie nun eigentlich auf dem Trockenen saßen, sondern dass sie, wie Professor Rhein sagt, unbegreiflicherweise hemmungslos guten Glaubens blieben. Im Gegenteil, sie empfingen ihrem Adlerschild und ihre Institute aus der Hand des Repräsentanten der Inhumanität und danken ihm. Zitat Ende. Mit Bezug auf die Auswertung wissenschaftlicher und medizinischer Forschung durch amerikanische und britische Besatzungsbehörden stellte Mitscherlich erneut die Frage nach den Kriterien, die in dieser Debatte einer Definition von Wissenschaft und Unwissenschaftlichkeit zugrunde gelegt wurden. So fragte er Rhein, der die US-amerikanische Freiheit der Wissenschaft pries, wie er es denn beurteile, wenn eine seiner engeren Fachkollegen in den USA die während des Krieges entstandenen Ergebnisse der deutschen Zweckforschung eben jene, die rein Verbrechen außerhalb der Wissenschaft zuschob, zur Verwendung durch andere Mächte sammelten und karikierte dieses Phänomen mit den Worten, Zitat, der Herr hat gewechselt, aber das Ziel ist das gleiche geblieben, Zitat Ende. Mitscherlich teilte allerdings nicht Rheins Ansicht, dass die Trennung in eine sogenannte Grundlagenforschung und angewandte Forschung ausreiche, um sich einer potenziellen Schuld zu entledigen. Waren die Mediziner, die in Nürnberg angeklagt waren, pseudowissenschaftliche Einzeltäter? Nach der Befreiung und nicht zuletzt befördert durch die juristische Aufklärungsarbeit der Alliierten sah sich die deutsche Öffentlichkeit zunehmend damit konfrontiert, sich mit Details der nationalsozialistischen Gesellschaft und Konsequenzen der durch sie erst zur Verfügung gestellten Möglichkeiten auseinanderzusetzen. So wurden im Nürnberger Ärzteprozess Mediziner wegen ihrer Verantwortung für die medizinischen Experimente in Konzentrationslagern angeklagt. In diesem Prozess wurden auch der Medizin inhärente Formen des Denkens, Arbeitens deutlich,
die bedingt durch die spezifischen politischen Rahmenbedingungen und ethischen Wertsetzungen während des Nationalsozialismus in besonderer Weise erkennbar geworden waren, ohne dass sie zur Verhandlung gestellt wurden. Sichtbar wurde ein naturwissenschaftlich reduktionistisches Denken, das sich insbesondere in den Paradigmen der sozialdarwinistisch ausgerichteten Rassenhygiene und der Leistungsmedizin zeigte, in denen das Wohlergehen des Individuums einem vermeintlichen Volkswohl untergeordnet wurde und die es ermöglichte, Menschen zu Sachen umzudeuten. Vor dem Hintergrund der zur Verhandlung kommenden medizinischen Experimente befürchteten Ärzte wie auch zahlreiche Mitglieder medizinischer Fakultäten in den Verlust ihrer medizinischen und wissenschaftlichen Autorität, ihrer Reputation wie ihrer gesellschaftlichen Position. Um deren Erhalt bemüht, sahen sie sich gezwungen, sich sowohl zu den geänderten politischen Rahmenbedingungen als auch zur jüngsten Geschichte ihrer Disziplin, die in Form der zunehmend aufgedeckten verbrecherischen Experimente an die Öffentlichkeit kam, zu verhalten. Insofern handelt es sich aus ihrer Perspektive um die Verhinderung eventuell weiterreichender Eingriffe und damit um Schadensabwendung. Gleichzeitig ist eine Selbstrechtfertigung zu erkennen, hatten sie doch nicht zu den Kritikern der Medizin im Nationalsozialismus gezählt. Einzeln von ihnen sogar selbst genau in den inkriminierten Feldern geforscht. In Reaktion auf die im Ärzteprozess zur Sprache gebrachten Verbrechen, die von Medizinern begangen worden waren, nahmen deren Vertreter eine Distanzierung zu einer wissenschaftlichen Praxis vor, mit der sie nun nicht mehr in Verbindung gebracht werden wollten. Hier bedienten sie sich verschiedener definitorischer Argumentationsmuster. So stellten sie die Angeklagten als solitäre Täter dar, die als Ärzte inkompetent gewesen seien. Zudem seien sie Nationalsozialisten gewesen und hätte der Nationalsozialismus ihr wissenschaftliches Vorgehen, hatte er überformt, wodurch es unwissenschaftlich geworden sei. Auch wenn das Argument, dass ein Prozess gegen deutsche Ärzte vor einem nichtdeutschen Gericht nicht fair sein könne, aufscheint, waren Sie der Meinung, dass die von den Einzeltätern begangenen Verbrechen verurteilt werden müssten, wurde hierdurch doch Ihre einzelne Täterschaft erwiesen, wodurch die Distanzierung von Ihnen umso einfacher wurde. Insgesamt sollte das Bild entstehen, dass die angeklagten Ärzte für die Ärzteschaft keinesfalls repräsentativ sein. Und in jedem Fall sollte eine strukturelle Debatte um die Medizin im Nationalsozialismus verhindert und so eine Beschädigung von Vertretern der deutschen Medizin abgewendet werden. Denunzierung von Einzelpersonen und ihre anschließende Ausgrenzung aus der Gemeinschaft medizinischer Wissenschaft dienten als geeignetes Mittel zur Errichtung eines Cordon sanitaire, mit dem die inkriminierten Handlungen nebst ihrer Akteure, ihres Handlungsrahmens und ihrer Motivation und Legitimationszusammenhänge in Quarantäne gestellt wurden. Jene, die sich diesem Vorgehen nicht anschließen oder sogar einen weiterreichenden Diskurs führen wollten, wurden bestenfalls marginalisiert, wenn nicht sogar mit Prozessen überzogen. Die Art und Weise, wie medizinische Experimente durchgeführt worden waren, wurde als nicht zur Wissenschaft gehörig, als un- oder pseudowissenschaftlich bezeichnet. Der Begriff Unwissenschaftlichkeit diente gleichzeitig der Verschleierung der Selbstmobilisierung für oder der Kollaboration mit dem Nationalsozialismus sowie der Konstruktion einer Dichotomie von Wissenschaft und Politik und Staat. Die Frage nach der ethischen Verantwortung des Wissenschaftlers wurde mit der Kategorisierung medizinischer Experimente als un- und pseudowissenschaft ausgeblendet. Die in der Rückschau bemühte defensive Konstruktion, nach der Wissenschaft im Nationalsozialismus in weiten Teilen Pseudowissenschaft gewesen sei, wurde in der Nachkriegszeit in der Öffentlichkeit bereitwillig rezipiert. Bis heute findet sich diese Kategorisierung in zahlreichen, nicht nur deutschsprachigen Überblicken, die sich allgemein medizinischen Experimenten während des Nationalsozialismus damit beschäftigen und den Fragen, wie diese Forschung eingebunden war, die in den Konzentrationslagern stattgefunden hat, diese Fragestellung gar nicht erst aufnehmen. Ich danke für die Einladung.